Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Standort Berlin. Und ich habe mich heute wieder mal treffen wollen mit einem alten Freund, dem Professor Wolfgang Benz, den ich ganz herzlich begrüße in diesem Studio. Ich weiß nicht, dass wie viele Mal wir hier sitzen, weil Sie so unendlich oft und viele Bücher schreiben. Und wieder haben Sie ein neues geschrieben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind und sage ganz herzliches Willkommen. Guten Tag. Und das Buch heißt Allein gegen Hitler, Leben und Tod des Johann Georg Elser. Die meisten wissen nicht, wer der Mann war, aber wenn Sie in der Wilhelmstraße in Berlin spazieren gehen oder einkaufen gehen, dann sehen Sie, wenn Sie genau hingucken, viele sehen es nämlich nicht, und Herrn Professor ist es auch so gegangen, wie ich gerade gehört habe, dann sehen Sie ein stählernes Gesicht. Und das ist das Gesicht von Herrn Elser. Und Sie haben darüber jetzt ein Buch geschrieben, wie ich finde, zu Recht. Und es hat sehr lange gedauert, bis dieses Buch erschienen ist. Warum sind Sie so spät darauf gekommen, über diesen Mann, der versucht hat, Hitler wirklich zu töten, um dieses Regime auch zu beenden, dass es 70 Jahre gedauert hat, vom Kriegsende oder fast 80, dass Sie zur Feder gegriffen haben? Die Frage ist sehr einfach zu beantworten, weil mich erst vor knapp 2 Jahren ein Verlag gefragt hat danach, ob ich ein Buch zu diesem Thema schreiben wollte. Und ich habe sehr gerne Ja gesagt, denn mit Georg Elser bin ich seit fast früher Jugend beschäftigt, als ich in München als studentische Hilfskraft im 5. Semester anfing. In den 1960er Jahren gab es einen einzigen Historiker, Anton Hoch, mein damaliger Chef, der Leiter des Archivs, der eher belacht von allen anderen an einer Arbeit über Georg Elser, genauer gesagt über das Bürgerbräu-Attentat 1939 saß und sich bemüht hat, die Legenden und den ganzen Schutt, den emotionalen Schutt, der über dieses Ereignis geschüttet wurde, abzutragen. Wir reden immer über Oberst Graf von Stauffenberg, dem es nicht gelungen war, Hitler zu töten, am 20. Juli 1944. Und über Elser ist relativ wenig bekannt. Auch diese Struktur, wie soll man es nennen am besten, in der Wilhelmstraße zeigt ja nur den Umriss eines Gesichtes. Und unten an der Tafel wird es erklärt. Dabei war dieses Attentat von ihm, wenn Sie das mal kurz schildern wollen, doch sehr präzise durchdacht. Nur Hitler ist frühzeitig gegangen, sonst hätte es wahrscheinlich funktioniert. Es war das am besten geplante, am perfektesten vorbereitete Attentat gegen Hitler. Und vor allem, es war unendlich viel früher als die Militäropposition, als die Generale und Obersten und Leutnante und Hauptleute, die brauchten unendlich länger, bis sie dazu kamen, dass Hitler das Verderben bedeutet. Für den Schreinergesellen Georg Elser in Württemberg stand es spätestens seit Herbst 1938 fest, der Hitler will einen Krieg. Der Hitler bedeutet das Verderben nicht nur Deutschlands, sondern ganz Europas. Da muss man etwas tun und er beschloss, er würde das ausführen, hat mit niemandem darüber gesprochen. Auch das unterscheidet ihn von den unendlichen Konferenzen und Besprechungen und geheimen Verabredungen, die die Militärs spät genug, zu spät führten. Georg Elser hatte die Idee, Hitler an dem Platz zu erwischen, an dem man ihn alljährlich unbedingt treffen musste, im Bürgerbräukeller in München, wo er jedes Jahr am 8. November mit seinen Getreuen die Wiederkehr des Jahrestages des Hitlerputsches von 1923 feierte. Wo sie sich im Bürgerbräu getroffen hatten damals. Das war wegen Bürgerbräukeller. Das war damals
damals der Ausgangspunkt und an diesem Traditionsort traf man sich wieder. Georg Elser, als er den Entschluss gefasst hatte, reiste 1938 am 8. November nach München, nahm teil an den Veranstaltungen, von Sicherheitsvorkehrungen war da wenig die Rede, hat sich den Ort genau gemerkt, er fuhr später noch einmal hin, hat genaue Skizzen angefertigt und er wusste, das Rednerpult steht vor einer Säule und in diese Säule baute er eine Bombe ein. Wie das möglich ist, heutige Sicherheitsexperten... Ja, ich wollte gerade fragen, wie konnte er da im Bürgerbräukeller an einer Säule, die musste er ja aufmachen, da musste er was reinbauen, das musste er verschnüren, das ist auch explodiert mit Sprengstoff. Und dann wieder so zumachen, damit es nicht auffiel. Haben Sie das klären können im Buch? Wie? Das war längst geklärt. Das ist jetzt nicht mein Verdienst, ja, dass ich jetzt die Geschichte der Bombe und wie das funktioniert hat. Mich hat der Mensch in Elser interessiert. Aber die Tat war genial und sie war schrecklich einfach auszuüben. Er hat jeden Abend in ungefähr 4 Wochen lang, jeden Abend dort eine bescheidene Mahlzeit zu sich genommen. Dann hat er sich in dem Festsaal einschließen lassen. Dann packte er sein Werkzeug aus, baute eine Höhlung in diese Säule, trug den Schutt in einem alten Pappkoffer am anderen Tag hinaus. Er arbeitete ein paar Stunden. Dann legte er sich dort irgendwo zum Schlafen hin, wartete bis um 6 Uhr morgens, der Saal wieder aufgeschlossen wurde. Dann hat er sich entfernt, am nächsten Abend kam er wieder. So hat er diese Höhlung für die Bombe errichtet. Zu Hause hatte er den Zündmechanismus ersonnen, auch ein technisches Meisterwerk. Das baute er alles ein. Es musste nur noch der Tag kommen, an dem Hitler die Rede hielt. Ja, und Hitler kam und hielt eine Rede. Und dann explodierte die Bombe, aber Herr Hitler war nicht mehr da. Das war das einzig nicht Vorhersehbare. Alles andere hatte Elser einkalkuliert. Aber dass Hitler am anderen Tag zu einer Besprechung unbedingt in Berlin sein wollte, es ging um den Angriff im Westen, denn der Zweite Weltkrieg hatte ja gerade mit dem 1. September, 8. November, waren nur wenige Wochen. Und also Hitler wollte unbedingt am anderen Tag in Berlin sein, weil aber sein Pilot nicht garantieren konnte, dass er am 9. November in der Morgenfrühe von München nach Berlin fliegen könnte. Wegen Nebels musste er den Zug nehmen. Das bedeutet, die Rede musste kürzer sein. Er musste um 21.07 Uhr den Saal verlassen, um 21.30 Uhr vom Münchner Hauptbahnhof abfahren zu können. Elsers Bombe hat funktioniert. Sie ist genau zum vorberechneten Zeitpunkt explodiert, hat 6 Menschen in den Tod gerissen, hat viele verletzt, was ihm ein großes Problem war. Aber Hitler und seine Entourage, die Elsa auch treffen wollte, waren schon über alle Berge. Wie ist man ihm denn auf die Schliche gekommen? Der geniale Techniker Elsa war auch schrecklich naiv und unvorsichtig. Er wollte sich in die Schweiz absetzen. Er hatte Jahre zuvor schon am Bodensee eine längere Zeit gearbeitet. Er kannte sich aus. Er wusste einen Ort in Konstanz, wo man die Grenze überschreiten kann. Und er hat zur selben Zeit, als Hitler redete, war Georg Elser an einer stillen Stelle an der Grenze. Er verharrte nur und verhielt sich plötzlich
auffällig, weil aus einem Fenster die Hitlerrede ertönte, dass zwei Zollbeamten misstrauisch wurden, ihn angesprochen haben, ihn auf die Zollinspektion geführt haben, und aus seinen Taschen kam unter anderem eine Postkarte des Bürgerbräukellers zum Vorschein und so ein paar Zündhütchen und andere Teile. Das hatte Elsa in der Schweiz als Beweis für sein Attentat auf Hitler vorzeigen wollen, in der unglaublich naiven Hoffnung, dann dort politisches Asyl zu bekommen. Die Schweizer hätten ihn mit Sicherheit abgeschoben, der deutschen Polizei übergeben, da sie es für ein kriminelles Verbrechen hielten und gehalten hätten und nicht für ein asylwürdiges Unterfangen. Und dann, das schließe ich mal daraus, ohne dass ich das Buch schon gelesen habe, übergaben die zwei Zollbeamten den Herrn Elser der Gestapo. Die beiden Zollbeamten übergaben Elsa erst der Grenzpolizei. Die schöpften eigentlich noch keinen Verdacht, denn es war ja praktisch zeitgleich zum Attentat. Übergaben ihn aber der Gestapo. Die schaffte ihn nach München. Und wie es dann weitergeht, das bereden wir nach einer kurzen Werbepause mit Professor Dr. Wolfgang Benz. Er hat dieses neue Buch geschrieben, Allein gegen Hitler, Leben und Tod des Johann Georg Elser. Das sehen Sie, wenn Sie die Wilhelmstraße entlang gehen, gegenüber der Apotheke, glaube ich, ist es. Da sehen Sie sein Gesicht als großes Stahlgerüst, ziemlich hoch in den Bäumen. Also Sie müssen schon den Kopf strecken, um ihn zu sehen. Aber es wäre ein Attentat geworden, das in die Geschichte eingegangen wäre mit perfekter Organisation. Und wie es nun weitergeht mit Herrn Elser, der dann durch eigene Dummheit quasi in die Gestapo-Hände geriet, darüber reden wir gleich nach der Werbepause weiter. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Standort Berlin, und wir reden mit Professor Dr. Wolfgang Benz über sein neues Buch Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser. Bitte mir nachzusehen, ich habe es eben anders falsch gesagt, Leben und Tod, es heißt Leben und Tat. Und die Tat war wirklich entscheidend. Es war ein sehr präzise geplantes Attentat gegen Hitler. Am 8. November 1939 explodierte im Bürgerbräukeller in einer Holzsäule eine Bombe, die Elsa präzise gebaut hatte. Nur Hitler war gar nicht mehr da. Er musste unbedingt früher nach Berlin, sodass die Bombe explodierte und 6 unschuldige Personen in den Tod riss, was Herrn Elser beschäftigt hat. Aber nun wollte er nach dem Attentat in die Schweiz, ist auch da, hört im Radio an der Straße durch ein geöffnetes Fenster die Rede von Hitler. Und das macht zwei Zollbeamte aufmerksam, und sie nehmen ihn mit auf die Inspektion. Und jetzt ging der Weg durch die deutsche Polizei los. Wenig später steht Elsa in München vor einer Sonderkommission, die aus Gestapo- und Kriminalpolizeibeamten besteht. Er leugnet seine Tat. Das wird jeder tun. Aber er hatte doch alles in der Tasche, haben Sie gesagt. Zündhütchen, Postkarte. Er leugnet trotzdem, aber nicht sehr lange, denn das ist, glaube ich, das gute Recht eines jeden, dass er es erst einmal versucht. Es hat nichts genützt. Er war sehr bald als der Täter festgestellt. Das Entsetzen auf der Seite der Nationalsozialisten, vor allem bei Hitler persönlich, war riesig. Es durfte keinen Alleintäter geben. Es durfte keinen Mann aus dem Volke geben, der jetzt mit den schlichten Mitteln, die zur Verfügung standen, erkennt, das ist ein Verbrechensregime. Er musste ein Werkzeug fremder Mächte sein.
Und das war jetzt die Botschaft, die spät genug, erst am 22. November, also 11 Tage nach der Tat, öffentlich wird. Der Täter ist gefasst und hat gestanden, aber er ist ein Werkzeug des britischen Geheimdienstes. Und an dieser Legende... Deswegen haben Sie ihn nicht gleich erschossen wie Stauffenberg. Wahrscheinlich, aber es ist auch... Es liegen ja einige Jahre davor. Als Stauffenberg 1944 erschossen wird, hat es schon die Tragödie von Stalingrad gegeben, wusste eigentlich jeder denkende Mensch, der Krieg ist verloren. Als Elser geschnappt wird, gibt die nationalsozialistische Führung die Losung aus, er muss ein Werkzeug des britischen Geheimdienstes sein. Mit viel Aufwand wird diese Legende weiter gestrickt. Dieser Legende verdankt Elser auch den Aufschub vor seiner schließlichen Ermordung. Es gibt aber eine zweite Legende. Elser kommt nach Verhör, nach Misshandlung, nach Folter, nach gründlichster Untersuchung ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Und ganz am Ende des Krieges im April 1945 noch von Sachsenhausen nach Dachau. Er sitzt dort in einem Sonderbau. Er hat es komfortabel. Drei Zellen werden zusammengelegt zu einer anständigen Wohnsituation. Er ist nämlich Ehrenhäftling. Er ist Hitlers persönlicher Häftling, weil er aufbewahrt werden soll für einen großen Schauprozess nach dem Endsieg. Durch diese bevorzugte Behandlung, drei Zellen werden zusammengelegt, in der einen wohnt er, in der anderen hat er eine Schreinerwerkstatt, fertigt da auch kleine Werkstücke an für die SS-Bewacher. Er trägt keine Häftlingskleidung, er wird nicht geschunden und geschlagen, wie nach den Methoden des Konzentrationslagers. Er kriegt auch bessere Kost und er hat prominente Umgebung, nämlich den Pastor Niemöller als Widerstandskämpfer und andere. Und Prominenz aus ganz Europa, Prinzessinnen, Ministerpräsidenten der eroberten Länder. Und das führt zu der zweiten Legende, die vor allem der Pastor Niemöller nach 1945 verbreitet, Elser sei ein SS-Mann und das sei ein fingiertes Attentat gewesen. Elser habe im Auftrag Hitlers dieses Attentat begangen, deshalb sei auch Hitler nicht mehr anwesend gewesen. Das wurde gerne geglaubt. Das erklärt auch, warum Georg Elser so lange, Jahrzehnte über seinen Tod hinaus im Zwielicht blieb und nicht den Heldenstatus von Graf Stauffenberg bekam. Herr Professor, wenn ich überlege, schon seitdem ich mich mit diesem Mann beschäftige, der sitzt nur von 39, bis er erschossen wird, darauf kommen wir ja gleich noch, Anfang 45, kurz vor Ende des Krieges, im April. Was erzählt er denn immer über 5 Jahre, dass sie ihn so pflegen? Der muss doch diese Einbildung oder diese Vorgabe der SS, diese Imagination, muss er doch geschürt haben, genährt haben. Das heißt, er wird doch nicht die ganze Zeit geschwiegen haben. Dieser Mann erzählt überhaupt nichts. Das ist die Weil es ja nichts zu erzählen gab. Das ist die strengste Isolationshaft, die es je gegeben hat. Der Pastor Niemöller, der behauptet hat, er sei ein SS-Mann, hat nie mit ihm gesprochen. Er hat ihn einmal flüchtig gesehen. Wenn Georg Elser auf die Toilette musste, dann wurden die Türen zu allen anderen Gefangenen geschlossen. Stefan Zweig, Schachspiel. Niemand sah ihn. Niemand sah ihn. Niemand durfte ihn sehen.
Er durfte keinen Kontakt haben, nur zu seine Bewacher haben natürlich mit ihm geredet, aber auch nur das Allernotwendigste. Da sind dann auch medienbewusste Herren, SS-Unteroffiziere, dann in den Nachkriegsjahren aufgetreten und haben der Regenbogenpresse unglaubliche Dinge erzählt. Alles erfunden. Alles erfunden, was Elsa ihnen angeblich anvertraut hat. Gibt es denn Unterlagen von der Gestapo noch, die Sie einsehen konnten, oder ist das alles verschwunden? Es gibt keine, und das macht die Arbeit einer solchen Biografie so unglaublich schwer. Elsa hat nichts Schriftliches hinterlassen. Die einzige Quelle sind die Verhörprotokolle. Das ist ein sehr umfangreiches Konvolut, aber es ist nur die Berliner Verhöre. Er wurde erst in München und dann ein zweites Mal in Berlin durch drei Gestapo-Beamte verhört, die da ein sehr, sehr umfangreiches Wortprotokoll erstellt haben. Aber auch da muss man bedenken, Elsa sprach nur ein breites, volkstümliches Schwäbisch. Das musste man übersetzen fürs Protokoll. Elsa machte natürlich auch von seinen Möglichkeiten Gebrauch, vielleicht nicht immer nur die volle Wahrheit zu sagen. Elsa, es ist die wichtigste Quelle, das Verhörprotokoll, aber man muss es natürlich auch mit Vorsicht und mit Quellenkritik lesen, mindestens mit der Vorsicht, mit der Historiker auch Memoiren von Politikern liest. Also es gibt nichts von ihm selbst Geschriebenes, kein Tagebuch, keine Notizen, gar nichts. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie er, in welchem Gemütszustand er war über diese ganzen Jahre von 39 bis 45. Geständnis hat er auch nicht abgelegt? Doch, Geständnis hat er abgelegt, aber das ist in dem Verhörprotokoll ja niedergelegt. Ja. Und dann hat man ihn dennoch, obwohl er ein Geständnis abgelegt hat, da stand ja dann nicht drin, ich war Agent des britischen Geheimdienstes. Das heißt, die Gestapo hat weiterhin angenommen oder wollte annehmen die Gestapo, für diesen Schauprozess, dass er doch für die Briten gearbeitet hat, oder war das auch nur konstruiert für das die war konstruiert. Große Feier? Die Gestapo-Leute wussten, also das ist auch in den Akten überliefert, dass also Hitler ausgerufen hat, um Gottes Willen, als er las und hörte, es ist überhaupt nichts nachzuweisen in Richtung Großbritannien. Die Gestapo wusste, das ist der Alleintäter. Der hat das Mutterseelen allein geplant und ausgeführt, aber die Propaganda, Goebbels und Hitler, wollten das nicht akzeptieren, deshalb diese Propagandaphrasen. Aber tatsächlich ab Ende November war das Thema ja dann auch in der gelenkten Presse nicht mehr vorhanden. Nicht mehr da. Wir sind am Ende der Sendung und wir sind auch am Ende des Lebens von Georg Elser. Der Befehl kommt von Hitler, ihn zu erschießen. Der Befehl kommt von Hitler im letzten Moment in der Götterdämmerung am 9. April 1945. Elser beseitigen. Er wird am späten Abend aus seiner Zelle geholt, erschossen, sofort verbrannt. Das ist das Ende der Geschichte von Georg Elser. Und Sie haben seine Geschichte jetzt ans Tageslicht geholt. Mit diesem Buch, Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser, nehmen Sie das Buch mit, stellen Sie sich vor das Stahlgerüst, das ihn zeigt in der Wilhelmstraße, und versuchen Sie, sich dabei zu erinnern, wie es damals war. Was wäre passiert, wenn das Attentat gelungen wäre? Es wäre uns viel erspart geblieben. Es hätte wahrscheinlich den Überfall auf die Sowjetunion nicht gegeben. Und es hätte nicht den Nationalsozialismus aus der Welt geschafft, aber möglicherweise den Zweiten Weltkrieg. Und die Wannsee-Konferenz hätte es auch nicht gegeben, 1941. Die Wannsee-Konferenz.
Das wage ich nicht zu behaupten, dass es die Wannsee-Konferenz nicht gegeben Neues hätte. Neues Buch, Titel des neuen Buches. Ganz herzlichen Dank, Professor Wolfgang Benz, für dieses Buch Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser, der aus Überzeugung gehandelt hat. Er wusste, wenn Hitler nicht mehr da ist, wird vieles nicht mehr so kommen, wie er ahnte, dass es kommt. Ich danke Ihnen. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Und ein schönes Geschenk, wer sich für diese Geschichte interessiert. Es gab in der Tat Widerstand gegen Hitler. Auch der Versuch, ihn zu ermorden, außer Herrn Stauffenberg, gab es auch noch andere, die darüber sehr lange und intensiv nachgedacht haben. Vielen Dank für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag, wie immer, Standort Berlin. Bis dahin, danke und tschüss.